Morgens ein Kaffee, zwischendurch eine Cola und ein süßer Tee darf hin und wieder auch nicht fehlen. Na, wer erkennt sich wieder? Viele haben im Laufe ihres Lebens das gewöhnliche Wasser durch andere, meist schmackhaftere Getränke ersetzt. Heute im Video zeigen wir euch 9 Gründe, die dich hoffentlich davon überzeugen, wieder überwiegend nur noch Wasser zu trinken und der ständigen Versuchung zu widerstehen. Wenn du nur noch Wasser trinkst, kannst du schneller abnehmen. Du verlierst bei diesem Prozess so viele Kalorien, wie du normalerweise bei einem täglichen 8-Kilometer-Lauf verbrennen würdest. Zusätzlich regt das Trinken von Wasser euren Stoffwechsel an und ihr habt mehr Energie. Auch wenn ihr es nicht erwartet hättet, könnt ihr besser denken. Euer Gehirn besteht aus 75-80% aus Wasser. Wenn ihr also mehr davon trinkt, könnt ihr euch viel besser konzentrieren. Gleichzeitig stillt Wasser euer Hungergefühl, was im übertragenen Sinne auch wiederum dazu beiträgt, dass ihr weniger esst, und das wiederum führt dazu, dass ihr schnell und sicher Gewicht verliert. Wasser eignet sich auch wunderbar dafür, euren Körper zu entgiften und schützt generell vor vielen Krankheiten. Mit dazu gehört zum Beispiel eine klassische Blasenentzündung und sogar Darmkrebs. Auch soll Wasser gegen Herzinfarkte helfen. Laut Experten verringern 5 Gläser am Tag das Risiko eines Herzinfarktes um sagenhafte 41%. Dass sich die Ernährungsgewohnheiten in eurer Haut widerspiegeln, ist in der heutigen Zeit kein Geheimnis mehr. Aber wusstet ihr, dass ihr eine gleichmäßigere und reinere Haut bekommt, wenn ihr regelmäßig und viel Wasser trinkt? Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Fakt. Und ja, auch dieses Mal spielt Geld wieder eine Rolle, denn Geld regiert die Welt, wie ihr wisst. Wenn ihr auf teure Getränke verzichtet und nur noch günstiges Mineralwasser trinkt, schont ihr selbstverständlich euren Geldbeutel. Na, hättet ihr gedacht, dass Wasser so nützlich sein kann? Vergesst jetzt nicht, wie immer, das Video zu bewerten und mit euren Freunden zu teilen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.